Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge The Witcher 3. Wir sind stehen geblieben, dass wir dem Weidler geholfen haben. Und wahrscheinlich eventuell auch Zeitentscheidungen getroffen haben, indem wir denen weitergeholfen haben. Es sind aber so Dinge, die muss man selber abwägen, ob es nur eine Fehlentscheidung war oder ob es die richtige war. Wir müssen jetzt auf jeden Fall den Vater von Weidela suchen, weil der Weidela ein Vatermörder war. Hexenjägerschwert. So. Die Leiche des Vaters im Sumpf. Okay. Kann ich eigentlich mal reingucken? Sind das für Schwerter? Sind die gut? Nee, sind sie nicht. Doch, das hier sieht gut aus. Hexenjägerschwert. Das nochmal gediegen. Ja. Sieht aus. Nehmen wir auch direkt. Perfekt. Das haben wir hier. Müsste repariert werden. Das sogar besser sein. Das genauso. Jetzt muss ich nochmal gucken. Vergleichen. Bin ich völlig bescheuert? Ach da, LT vergleichen. Ja. Okay, okay, also ich müsste wirklich eigentlich alles, was ich auch finde, mal reparieren, um zu gucken, was eigentlich besser ist. Natürlich eigentlich auch alles ziemlich mies. Wie sieht's energiemäßig aus? Wir könnten eigentlich jetzt mal hier bis um 6. Oh, das klingt nicht gesund. Ich wusste es. Irgendwie um die Viecher drum herumlaufen. Nicht angreifen, damit ich hier vorne schnell zu der Schnellreise gedöns komme. Wegreißen kann. So, perfekt. Okay, wir müssen... Oh, ernsthaft? Ich kann dahin. Warte ich. Auch dahin reisen. Und wie immer, den Timer vergessen. Letzte Folge sind wir nämlich bei 35 Minuten. Das ist eigentlich viel zu viel. Ich überlege, dass ich eigentlich nur zwischen 20 und 30 Minuten mache. Und jetzt doch so viel gemacht habe, war nicht ganz so geplant. Nein, bin ich nicht. Ich suche hier eigentlich, habt ihr hier nicht irgendwie einen Schmied oder irgendwas? Monster vermehren sich im Krieg bestens, oder? Nee, habt ihr nicht. Das ist jetzt echt doof. Okay. Ich könnte ja eigentlich auch hin reiten. Oha, Blödsinn. Ich könnte aber trotzdem eigentlich echt mal einen Schmied gebrauchen. Aber ich habe ja kein Geld. Hahaha, das fällt mir auch gerade ein. Ich muss irgendwie... Oh Gott. Was ist das hier? Hey! Was haben die für ein Level? Ups. Absteigen. Oh, das ist... Warum hat er das? Ich versteh's nicht. Breath.
alles mitnehmen. Nehmen wir auch alles mit. Ich muss dann langsam echt mal gucken, was ich halt da auch verkaufen kann und was nicht. Das ist... Ich denke mal, wenn ich hier ein bisschen Zeug verkaufen kann, was auch echt Geld bringt. Auch die ganzen Shutter und so, muss ich mal gucken, dass das Zeug Geld bringt. Ansonsten bin ich geldmäßig echt aufgeschmissen. Ich habe ja keine Kohle. Ich kann mir nichts wirklich richtig leisten. Ob irgendwas reparieren oder vielleicht mal was Neues kaufen. Es funktioniert alles nicht. Okay, ich muss irgendwie da hoch. Ja, erstmal weiter. Oh Gott, was. Oh, was kommt denn hier alles raus? Pferdepanik, okay. Okay, also das Pferd kann auch Panik schieben, verstehe. Okay, hier werden wir jetzt absteigen. Vielleicht kann ich ja auch noch ganz fix meditieren. Wenigstens so eine Stunde oder so. Damit ich hier wieder volle Lebensenergie habe. Passt. Ja, war ja nicht anders zu erwarten. Verdammt. Der Sumpf hat Ambros Leiche gut erhalten. Auch wenn der Weideler ihm den Kopf eingeschlagen hat. Ich sollte die Leiche verbrennen. Dann müsste der Geist verschwinden. Verlasse die Welt der Lebenden und kehre nie wieder zurück. Echt? Das war's schon. Mehr kommt, mehr passiert jetzt so nicht. Ich dachte, jetzt muss ich hier noch gegen den Geist, Leiche, whatever kämpfen. Aber nichts? Okay. Was? Ja, dann ab zum Weideler, würde ich sagen. Und dem werden wir dann mal gucken, dass wir den irgendwie ein bisschen Geld aus der Tasche ziehen. Ich brauch Geld. Los, lauf! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Der ist viel zu stark. Für mich. Noch. Gerade. Ich habe gerade gar nicht auf sein Level geguckt. Ich habe nur gesehen, dass der so einen Totenkopf davor hat. Und das bedeutet, der ist noch viel zu stark. Und vor sowas habe ich ein bisschen Respekt. Nicht, dass ich da ein absoluter One-Hit bin, der einmal zuschlägt und ich hier in 20 Millionen Teile zerspringe. Das wäre nicht so ganz gesund für mich. Nicht so schnell, Plötze. Na doch, eigentlich ein Stück schneller, wenn es geht, bitte. Dann nehme ich mal ein bisschen quer übers Feld. Oh, ihr könntet vielleicht einen Schmied haben. Bin gestern zum Reisigsammeln in den Wald gegangen. Okay. Meister Hexer, es gibt eine Begegnungsstätte der Elfen. Ich habe meine Kleinen gestern zum Pilzepflücken geschickt. In den Wald? Allein? Hier.
Bei dir kann ich doch bestimmt Zeug verkaufen, oder? Ups. Moin! Verlässliche Waffen aller Art, Stahlschwerter und schwere Keulen für Männer, gravierte Schlagringe für die Damen. Zeig mir deine Waren. So, ich will auf jeden Fall ich mal angucke, wie viel Geld ich habe, könnte ich quäken. Wenn ich mal angucke, was das Zeug hier an Geld bringt, könnte ich erst recht quäken. 6 Kröten, ne, 41, 41 ist gut, aber hier 6 und 6, das ist doch eigentlich so lächerlich. Wie gesagt, ich weiß nicht, was hier alles wirklich so Geld bringt und was nicht. Das ist halt auch so. Questgegenstände. Was ist das hier? Das kann verkauft werden, dann verkaufe ich das auch direkt. Oder Handwerkzustand zerlegt werden. Da ich so oder so momentan noch nichts mit dem Handwerk richtig am Hut habe, werde ich den Kram verkaufen. Jetzt habe ich 300 Kröten, damit kann ich wahrscheinlich gerade erstmal alles wieder reparieren und pipapo. Hier gibt es eins, sowas zum Beispiel benötigt Stufe 9. Hätte ich gerne, kostet aber 384 Kröten. Das kostet 367, hätte ich auch gerne. Beziehungsweise dann eigentlich das, weil benötigt Stufe 9, das hier zu kaufen und dann das wäre ja Quatsch. Aber du siehst schon, worauf ich hinaus möchte. Dass ich eigentlich ein paar neue Schwerter bräuchte, sie mir aber halt einfach auch nicht leisten kann. Das ist halt so ein bisschen das Schwierige an der ganzen Geschichte. Und reparieren, ja. Das würde mich schon 134 Latten kosten, nur dieses Schwert zu reparieren. Das hier, da fehlt mir aber... Ah, das könnte ich bei dem kaufen. Aber 0 kritische Trefferbonus, ne? Und ja noch mit hinzu, sehe ich gerade. Aber alles andere ist nun mal auch schlechter. Was eigentlich ziemlich doof ist. Bis dann. Du hast einen Ruf. Ups. Das bedeutet weniger. Langsam. Ah. So, für alle, die das Video bis hierhin definitiv schon geguckt haben, schreibt mir doch mal bitte in die Kommentare, wo ich am besten Geld vielleicht sogar farmen kann, wenn sowas hier möglich ist. Ich könnte mich da jetzt zwar auch belesen, aber ich verlasse mich da jetzt einfach mal gediegen auf euch, auf die Community, die mir dann ein paar coole Tipps geben könnten. Moment. Ist das nicht hier, wo vom Baron die Frau? Das ist doch die Gegend. Moment. Er müsste das... Stimmt, hier ist der Baron.
Hier ist das. So. Moment, Moment, Moment. Da mache ich das, damit ich weiß, okay. Da ist die Frau vom Baron verschwunden und die Tochter und Co., die sind weiter. Das lasse ich mal so. Da komme ich später nämlich nochmal hier direkt hin zurück. Und gucke da nämlich nochmal weiter nach. Es kann sein, weil ich die Mission gerade nicht ausgewählt habe, dass es mir auch gerade nicht angezeigt wird. Weiter so, Plätze! Komm jetzt! Oh Gott, was war das? Mehrere. Das klang gerade richtig gewaltig. Dachte ich, das ist ein Riesentier. Zieh die Waffe. Heya! Warum soll ich die Waffe ziehen? Ich hab gar nichts getan. So, wie weit ist es noch? Freifler, Hundeblut, alle ausreichen, Beine vom Arsch reißen. Alter, die hat ja Aggression. Oh, ernsthaft, hier hätte es so, so eine dämliche Schnellreise gegeben oder habe ich die jetzt gerade gefunden? Liebchen, nachts hält man. Oh, das wäre jetzt natürlich auch richtig mies, wenn ich die schon hatte. Hätte ich nämlich auch eine Schnellreise hierher machen können irgendwie. So, komm her, Kollege. Wir haben ein Wörtchen miteinander zu reden. Weißer Wolf, weiser Wolf. Was braucht der Wolf? Ich habe die Leiche deines Vaters gefunden. Ich musste sie verbrennen. Eine gute Tat. Er wäre sicher zurückgekommen. Was ist passiert? Hast du deinen Vater wirklich umgebracht? Er war ein böser Mann. Einst fürchtete der Weideler ihn, doch dann fand er Mut. Was sein Vater seiner Mutter angetan hat, der Weideler konnte es nicht mit ansehen. Also spaltete er den Kopf seines Vaters mit einer Axt, ließ ihn im Sumpf liegen. Die Leute wussten davon. Der Geist wird wahrscheinlich nicht zurückkehren. Vielen Dank, Exer. Hier ist eine Belohnung für deine Hilfe. Und solltest du jemals Kräuter oder Heilmittel brauchen, für wenig Geld bekommst du sie von mir. Was habe ich jetzt von dem bekommen? Außer Erfahrungspunkte? Ah, 50 Kronen, okay. Ja. Ist nicht unbedingt viel. Aber besser als nichts, ne? So, ich würde sagen, untersuche verbleibenden Spuren und wähle und finde die Frau des Baron. Perfekt. Das werden wir jetzt nämlich machen. Wir werden da jetzt nämlich wieder zurückeiern. Komm schon. Ich muss nur gucken, dass ich jetzt in die richtige Richtung reite. So. Zack. Wir müssen. Da können wir eigentlich auch die Schnellreise dahin machen. Ja, machen wir auch. Wir werden jetzt mir ja so ein Schnellreiseschild suchen. Moment mal! Zack! Machen wir die Schnellreise ein. Hier, ja. So, und wir müssen, glaube ich, da lang. Oder? Muss ich da lang? Ja, da runter und dann wieder links. Auf zum Kampf! Also da eigentlich dann lang müsste der Weg sein.
Langsamer. Das klang wieder so extrem laut. Als ob das so ein mordsmäßiges Vieh ist, was da eigentlich auf mich zuspratzen wollte. So. Machen wir hier den gediegenen Hexensinn an. Okay, die soll ja angeblich in diese Richtung verschwunden sein, wenn ich mich da jetzt noch recht dran erinnere. Eigentlich schon fast ein bisschen glücklich, dass ich die Gegend dann jetzt doch gefunden habe. Um doch mal ein bisschen nachzugucken. Ob das jetzt hier natürlich was bringt, ist natürlich jetzt so eine andere Sache, ne? Das, ich gehe jetzt einfach mal nur ganz stark davon aus, dass wir hier vielleicht was finden. Wirklich hundertprozentig wissen tue ich es auch nicht, aber da liegt auf jeden Fall jemand. Wenn hier jemand liegt, mal gucken, was hier los ist. Oh Gott, das wird... Stimmt, das ist Alkohol, was ich trinke, ne? Okay, verschwindet der Zustand auch wieder. Ich hoffe es ganz stark, weil... Okay, wo ist der andere? Komm. Der wird heute. Heilige Scheiße. Ich wollte jetzt nicht nochmal so ein tatevenisches Starkbier benutzen, weil ihr habt gesehen, war nicht ganz so, dass ich da hinterher sagen konnte, ich kann nur noch gerade auslaufen. Sah nicht so gut aus. Okay. Ein Buhlennest. Ich muss es zerstören. Wäre nicht schlecht. Und am besten auch weglaufen. Ach, da sitzen sogar welche drauf. Das ist so eine Art Scheiterhaufen hier. Okay. Ja, das ist, wie gesagt, das ist jetzt natürlich auch noch so eine Frage. Mit der Frau vom Baron. Ob das hier eigentlich jetzt einen Sinn hat oder nicht. Aber ich sehe auch, ich werde jetzt schnell speichern. So, zack, gespeichert, perfekt. Wir sind schon wieder dran. Jungs, Mädels. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge wieder gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like da.
Wie gesagt, schreibt mir mal in die Kommentare, unter anderem halt erstens, wo ich Geld gut farmen könnte, herkriegen könnte. Und zweitens, ob ich hier gegebenenfalls, was die Frau des Baron betrifft, auf der richtigen Spur bin. Das würde mich ganz stark interessieren. Ansonsten, wenn ihr auch neu direkt hier auf diesem Video, auf diesem Channel seid, abonnieren nicht vergessen. Wenn ihr sagt von wegen, boah ey, das ist echt spannend, da will ich nichts weiter verpassen, dann könnt ihr gerne abonnieren. Ansonsten wünsche ich euch einen angenehmen und schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Ciao.